Ein Finne in einem REC-Finale, Andreas, das sieht man auch selten. Sieht man selten, ja. Aber wer hier ins REC-Finale stößt, der muss gut sein. Das ist unglücklich, die Farbwahl seines... Das ist... Oh, sehr schön hier. Elke Friesenfelge mit Endogrätsche. Der Jägersalto. Und gestreckte Ausführung. Alle Achtung. Da waren schon alle Schwierigkeiten dabei. Auch im Abgang. Doppelsalto, Doppelschraube. Vor allem in den Stand natürlich, ne? Weil die Doppelseite mit Doppelschraube werden auch seine Konkurrenten wahrscheinlich alle gestreckt machen. Aber nichtsdestotrotz eine originelle Übung. Kovac-Salto. Die ausgestreckten Arme, also von der Ausführung eigentlich optimal. Hier sieht man praktisch die Elgefriesenfelgen, also mit ausgedrehten Armen und daraus der gestreckte Jägersalto. Wir konnten auch sehen, dass er ganz leicht mit den Fußspitzen die Reckstange touchiert hat. War sehr elegant. Das ist der Abgang. Der Salto, die Schraube. Das wird natürlich auch für die Kampfrichter schwer, jetzt hier die passende Bewertung zu finden, denn das ist eher ein unbeschriebenes Blatt, aber 9,7. Die wollen erstmal übertroffen werden. Jani Tanskanen aus Finnland.